So, das sieht bei mir zumindest gut aus. Ich glaube, bei dir auch, Karl-Heinz. Sehr gut. Also, moin, herzlich willkommen zusammen aus Hamburg in dem Fall zur vierten Woche von dem CL MOOC 24. Wir haben drei sehr spannende Wochen hinter uns. Ich glaube, viele von euch waren auch schon bei den anderen Wochen zumindest teilweise dabei. Wir haben schon viel diskutiert, viel gesammelt, viel Neues gehört und ja, einsammeln können. Das wird in der vierten Woche nicht viel anders sein, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn ich begrüße ganz herzlich natürlich den Ralf und den Toke. Ich glaube, Fabian ist noch nicht da heute, ne? Auf jeden Fall. Ist noch nicht drin. Bitte? Ist noch nicht drin, aber wollte eigentlich noch dazu kommen, kommt wahrscheinlich gleich noch. Dann begrüßen wir den gleich gerne nochmal. Also schön, dass ihr beiden jetzt vorab da seid von Die Techniker. Ihr stellt euch gleich bestimmt selber nochmal vor. Ihr habt eine mega Woche vorbereitet. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel von vorwegnehmen, außer vielleicht natürlich nochmal einen Hinweis auf den Titel. Wir sprechen über den Weg zum arbeitsintegrierten Lernen und da eher mit einem Blick auf die arbeitsorganisatorischen Inhalte, also auf alles, was mit Führung zu tun hat, was mit Lernkultur zu tun hat, aber natürlich auch mit anderen organisatorischen Rahmenbedingungen. Also von daher weniger Technikschwerpunkt als vielleicht in den letzten Wochen. Genau, nochmal kurz zum Zuhause von dem CL MOOC für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen. Ich lege es nochmal in den Chat. Wir haben einen Blogpost für die TK-Woche vorbereitet, genau wie für die anderen Wochen auch. Da findet ihr eigentlich erstmal alles, was ihr benötigt, um mit der Techniker bzw. mit dem Team der Techniker zu kommunizieren, mit uns zu kommunizieren, Fragen zu stellen, Impulse reinzugeben, eure Herausforderungen zu schildern, was auch immer ihr mitgebracht habt. Genau. Und an der Stelle werde ich mich jetzt auch schon zurückziehen und übergebe gerne das Wort an den Ralf. Wir freuen uns auf die Woche mit euch. Let's go. Let's go. Vielen Dank, Thomas. Ja, wir haben jetzt ja, wir haben uns für die letzte Woche entschieden von dem MOOC, wo es um die Vorbereitung ging und haben viel auch schon miterlebt, was davor war und hoffen, dass unsere Woche genauso spannend wird für alle, die dabei sind. Und wir drei, sind jetzt, momentan sind wir auch schon alle miteinander da. Ja, so, wir sind zu dritt dabei. Aus zwei Teams, aus dem Team Corporate Learning der Personalentwicklung von uns im Talentmanagement. Wir machen eine ganz kurze Vorstellung, würde ich sagen, Turk und Fabian. Wollt ihr mal kurz beginnen? Fabian, willst du anfangen? Du bist so zum Schluss reingekommen. Dann sehen dich auch alle gleich. Genau, und sogar Jan ist noch mit dabei. War sogar zum Viert. Super. Ja, super, Jan auch noch. Ja, cool, genau. Dann Ladies First, würde ich sagen. Janne. Ja. Ich bin Janne, ich bin Praktikantin im Team Talentmanagement und genau, studiere eigentlich Psychologie, habe jetzt gerade meinen Bachelor fertig gemacht genau, und habe eben bei dem Talentmanagement-Teil des MOOC unterstützt. Gut, danke dir. Genau, ja, ich bin Fabian, ich bin auch im Team Talentmanagement und bin natürlich auch hier für den Führungsteil dann da verantwortlich und genau, bin auch von Haus aus Psychologe. Ja, auch an euch beiden nochmal herzlich willkommen. Ich wollte das eben nicht verschlucken. Ne? Ja, alles gut. Ich war auch nicht ganz sicher, ob ihr schon drin wart. Aber dann bei euch, ja, sehr schön. Ja, Toke, bin seit knapp 12 Jahren jetzt bei der Techniker, die ganze Zeit im Talentmanagement, auch Psychologie studiert vor langer Zeit und in der Zwischenzeit in der Unternehmensberatung auch schon viel mit Talentförderung, Führungskräfteentwicklung zu tun. Und wir machen jetzt im Team hauptsächlich das Identifizieren von PotenzialträgerInnen, sowohl für Führung als auch für Fachaufgaben und dann anschließend auch die Entwicklungsmaßnahmen, also alles, was programmatisch ist für die spezifischen Zielgruppen und insgesamt auch das Thema Führung. Aber dazu werden wir später auch noch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Ja, und ich bin Ralf, ich bin quasi im Schwesterteam, im Team Corporate Learning, kümmere mich ja um das Thema Lernen bei der TK schon seit ganz vielen Jahren. Ich bin so auch der OD hier von uns im Kreise, bin nämlich schon seit über 30 Jahren bei der TK mittlerweile und finde das Thema Lernen aber ja, super spannend und gerade auch mit dem, was sich entwickelt. Und ja, in den letzten Jahren haben wir ganz viel auf den Weg gebracht und da nehmen wir euch ja ein bisschen mit in diese Woche hinein. Und ja, um das auch nicht so lange auf die, euch nicht so lange auf die Folter zu spannen, habt ihr nochmal hier, zumindest von uns dreien, schon mal nochmal die Profile. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch alles die Techniker schon kennt, vielleicht auch versichert ist und Erfahrung gemacht hat mit uns, vielleicht 2, 3 Worte zu uns.
wer wir sind. Ja, so, wir sind die größte Einzelkrankenkasse Deutschlands mittlerweile und haben über 12 Millionen Kunden. Das sind Versicherte, das sind aber auch Firmenkunden, die wir betreuen. Und das ist so ein bisschen verteilt auf über 250 Lokationen in Deutschland. Unsere Zentrale, da wo wir vier hier arbeiten, ist in Hamburg. Und dazu kommen noch ganz viele Lokationen hin, von kleinen Lokationen von 5, 6 Mitarbeitenden bis hin zu großen Lokationen von wo über 500 arbeiten. In der Unternehmenszentrale sind wir mittlerweile ungefähr zwischen 1.500 und 1.800 Beschäftigte. Genau weiß ich die Zahl jetzt da nicht. Na, so. 55 Milliarden Jahresumsatz spricht ein bisschen was. Das heißt natürlich insgesamt eine ganze Menge, weil wir das ganze Krankenversicherungswesen abdecken, was da ist. Ja. Die großen Kostentreiber bei unseren Kosten, Posten sind was natürlich Krankenhausbehandlung. Ja. Oder aber auch Arzneimittel. Und ihr kennt die Diskussionen, die immer wieder geführt werden, was das alles kostet. Wir schaffen das mit 15.000 Beschäftigten, die 12 Millionen Kunden zu betreuen. Und damit stehen wir eigentlich sehr gut im Verhältnis da. Ja, so, weil das, was von den 55 Milliarden, was da Verwaltungskosten sind, das ist bei uns pro Mitglied 150 Euro im Jahr, die wir verbrauchen. Damit liegen wir weit unter dem Durchschnitt der Kassen. Und das als größte Kasse, wo es immer heißt, große Tanker sind so unflexibel, ja, und kosten viel Geld. Also da haben wir viel gemacht an der Stelle. Und das, von daher sind wir da auch ganz froh. Mittlerweile das Thema Digitalisierung nimmt bei uns einen großen Fahrt auf. Das Thema die TK-App, vielleicht hat ihr auch die ein oder andere von euch bei sich auf dem Board, auf seinem Handy. Ja, so 24 Millionen Anträge kommen bei uns digital mittlerweile an. Also ganz ohne, dass irgendjemand sich bei uns meldet. Wobei natürlich der telefonische Kontakt immer noch der größte ist. Ja. Aktuell sind wir bei etwas mehr wie 600 auszubildenden Studenten, die wir uns an Bord haben. Wir stellen jedes Jahr ungefähr 300 Azubis jetzt neu ein. Wir gehen die Zahl hoch. Auch duale Studenten, die Zahl geht hoch. Ja, so. Und wir haben ja eine Flex-Office-Quote, das heißt 60% unserer Arbeitszeit dürfen wir zu Hause oder im Homeoffice verbringen oder an flexiblen Arbeitsplätzen arbeiten. Und 40% ist das Thema Büro, das heißt 2 Tage in der Regel pro Woche im Büro. Das so ein bisschen roundabout, ein bisschen was zu uns. Und darum kommt auch schon ein bisschen das Thema auf, 15.000 Beschäftigte in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, mit ganz unterschiedlichen Kenntnissen, die gebraucht werden, die immer auf dem Laufenden zu halten und abzudaten, ist natürlich eine große Aufgabe. Wobei uns kommt hier zugute, dass wir schon vor über 10 Jahren angefangen haben, uns in Kompetenzzentren zu organisieren. Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass wir eine hohe Spezialisierung haben und dadurch, was das Thema Lernen und Weiterbildung haben, natürlich nicht alles jetzt bei uns 3, 4, 5 Leuten in der Unternehmenszentrale liegt, sondern dass die einzelnen Geschäftsbereiche, die wir haben, die diese Bereiche betreuen, dass die natürlich auch ein hohes eigenes Interesse haben, ihre Mitarbeitenden zu schulen. Und unsere Aufgabe ist, so wie es Toga auch schon für das Thema Führung und Potenzialentwicklung gesagt hat, auch für das Thema Lernen, dass wir hier den Rahmen geben. Wir sind sehr stark Rahmengeber, Unterstützer im Bereich Methodik, Didaktik, Qualifizierung von Mitarbeitenden, die dann wieder andere quasi qualifizieren. Ja, so, das ist so unser Part. Und was bei uns ganz wichtig ist, ist der Blick nach vorne zu gucken, wie können wir diesen Rahmen gestalten. So viel. Erstmal ein bisschen zu uns. Ich glaube, über die Woche werdet ihr noch ein bisschen mehr Einblicke bekommen, gerade was das Thema auch Lernen betrifft. Ansonsten, wenn Fragen sind, immer gerne raus damit. Ja. Dann nehme ich euch mal kurz mit. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, Ralf. Also habt ihr Fragen bis hierhin, also aus der Community raus? Weil Ralf und ich hatten im Vorgang besprochen, dass wir heute den Start so ein bisschen in Häppchen machen, ne? Weil wir haben schon viele komplexe Themen dabei. Ralf wird das gleich auch mit Sicherheit noch mal etwas detaillierter erläutern. Aber vielleicht habt ihr beim Intro schon Fragen. Oder Dinge, die wir klären müssen.
Das sieht erstmal nicht so aus. Ansonsten, ihr könnt euch auch gerne natürlich im Chat hier äußern. Ich sammle das so ein bisschen und moderiere das dann mit Ralf gemeinsam nochmal durch. Genau. Und wenn euch was auffällt, ich habe jetzt mal die Präsentation freigegeben, im Endeffekt, dass ihr euch bewegen könnt auf dem Board. Hier sind überall so kleine Notizzettel. Wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr eine Notiz dazu schreiben wollt, schreibt die einfach mit auch aufs Board und dann können wir es da auch wunderbar teilen mit allen. Also das kann man noch ergänzend dazu machen. Ja, so an der Stelle. Ja, ich gehe mal hier so ein bisschen in unseren Zeitverlauf hin. Ich glaube, da geht es uns nicht anders wie anderen Firmen auch, dass wir, ja, wo wir herkommen. Das heißt, in meinen jungen Jahren, als ich bei der TK meine Arbeit begonnen habe, war es in der Regel noch so, dass Lernen und Arbeiten schön getrennt war. Das heißt, ich bin zum Arbeiten ins Büro damals in Heidelberg gegangen und zum Lernen bin ich vielleicht in eines unserer Bildungseinrichtungen gegangen. Ja, so. Und meine Arbeit blieb dann erstmal so in Heidelberg und wurde vielleicht auf andere verteilt. Und das war geprägt dann von Präsenzunterricht und das, was man so gewohnt ist, gab einen Bildungskatalog. Ja, so. Und auch da war es im Endeffekt ein Agreement da, zu sagen, ja, lernen, du gehst da hin zum Seminar. Und wenn es eine Woche war, zu der Zeit gab es noch bei uns auch Wochenseminare, dann war das soweit okay. Das hat sich dann natürlich mit der Zeit gewandelt, als die Technik weiterging. Und wir in den 90er Jahren schon das Angebot gemacht haben von Thema Online-Lernen oder E-Learning. Da haben wir schon die ersten E-Learnings gemacht, sodass wir das Lernen näher an den Arbeitsplatz brachten. Und durch die Weiterentwicklung der Technik dann mit der Windows-Weiterentwicklung, der neuen Windows-Versionen und Einführung beispielsweise von SharePoint, ging es natürlich uns viel, viel stärker darum, auch in den digitalen Austausch zu kommen. Ja, so. Dazu gab es dann Vereinbarungen. Das, was ja mit TV-Kommunikationssysteme abgekürzt ist, ist eine Vereinbarung mit unserem Personalrat, heißt es bei uns, was bei euch vielleicht beim Betriebsrat ist, wie wir Kommunikationssysteme nutzen können. Das war eine Grundlage dafür. Wir haben SharePoint eingeführt. Ja, so. Und damit gab es schon, ja, das Lernen kam wieder näher in den Fokus dabei. Und dabei haben wir auch festgestellt, Mensch, wir müssen uns gucken, wie lernen wir effektiv künftig und wie können wir Lernen besser gestalten, damit es auch für alle, damit alle mehr Gewinn haben und vor allem auch das Unternehmen. Ja, so, und wenn wir lernen und arbeiten, können wir nicht mehr getrennt sehen. Damit kriegen wir auch die Herausforderung der Zukunft nicht gestaltet. Und dann kam, was hier darüber steht, das Thema Lernen und Führung im Wandel. Wir konnten mit unserem Personalrat, mit unserem Vorstand konnten wir ja, ins Gespräch auch kommen und gucken, wie wir Lernen und Führen mitnehmen können in die neue Zeit, Digitalisierung. Das Thema Digitalkompetenz kam ganz stark auf. Und was man hier auf diesem Bild auch noch sieht, ist das Thema, wir haben dann SharePoint für uns genutzt, für das Thema digitale Lernen als LMS sozusagen. Und haben dann das Thema weitergeführt. Dazu kam dann später noch auch aus die Auswirkungen der Pandemie. Das haben wir alle miterlebt, wo auf einmal ein richtiger Schub auf Webinar, auf Workshops, auf digitale Tagungen kamen. Ja, so. Und so, das ist immer eigentlich das Feld Präsenzlernen, wo ich wegen auf hingehen, eigentlich zurückgegangen bin. Und dann dafür aber, das Lernen am Arbeitsplatz immer mehr wurde. Und so sind wir auch heute mit Teams und mit den Cloud-Anwendungen sind wir ein ganzes Stück weiter gekommen und haben dann sozusagen uns schlau gemacht in dem Zusammenhang, um mal zu gucken, was heißt das? Na, und dieses Bild ist dabei entstanden, da waren wir auch zusammen an diesem Bild, wenn ich mich noch recht erinnere, ja, so, wie wir das entwickelt haben, wo man sagt, okay, oben den Begriff VUCA-Welt, der wurde so 2019, 2020 sehr stark durch die Lande getragen, ja, wo wir so versucht haben, okay, was passiert denn da gerade in der Welt? Wir haben eine VUCA-Welt mit ganz vielen Veränderungen, mit ganz vielen Anforderungen an uns. Und wie können wir dieser VUCA-Welt begegnen? Und da sind wir in zwei Ebenen gegangen. Einmal haben wir gesagt, okay, wir haben das Thema Lernen im Wandel. Und
wir können das nicht alleine sehen, sondern Lernen im Wandel hat immer auch was mit dem Thema zu tun, mit Führung im Wandel. Ja, so. Und mit diesen beiden Themen haben wir unseren Vorstand erreicht und haben das sozusagen für ein Jahr als Fokusthema, als strategisches Fokusthema bei uns im Unternehmen gehabt, mit Vorstandsunterstützung. Und ja, glaub, du führst uns mal ganz kurz durch eure Überlegungen beim Thema Führung im Wandel. Da mache ich mit Lernen im Wandel weiter. Jo, gern. Ich sehe gerade schon hier von Anne die erste Frage. Mich würde interessieren, seit wann das Thema Lernen, lernende Organisation ein Thema bei euch ist. Das ist eine gute Frage. Ralf, du kannst ergänzen. Also ich würde mal sagen, schon das Thema natürlich sehr lange. Könnte ich gar nicht beziffern. Also natürlich mit lernender Organisation seit Zenji ist ja auch schon eine Weile her. Haben wir das schon immer betrieben, sowohl in der Führungskräfteentwicklung als auch im Lernen. Aber dann so richtig fokussiert, dann schon 2019 mit der strategischen Initiative, das wirklich aus der Strategie abgeleitet und gesagt wurde, wir wollen wirklich einen Schwerpunkt auf die beiden Themen legen. Und aus unserer Sicht auch super, dass wirklich eigentlich beide Seiten beleuchtet wurden. Es waren ja zwei Teilinitiativen, wirklich einmal Lernen im Wandel und Führung im Wandel. Und das passte von Anfang an natürlich super zusammen. Da haben wir dann noch eng zusammengearbeitet, um die ganze Zeit zu gucken, wie kann sich Lernen denn entwickeln und dann nochmal spezifisch, welche Rolle nehmen dabei Führungskräfte ein. Und haben diese beiden Teilinitiativen dann durchgeführt in enger Verzahnung. Genau. Ja, das vielleicht als erste Antwort. Oder Ralf, wie siehst du das, mit wann wir losgelegt haben mit dem Thema? Genau, das war so, wir haben einfach gemerkt, dass wir mit dem Thema formellen Lernen nicht mehr weiterkommen. Ständ nur auf formellen Lernen. Die ganze Energie lag irgendetwas davor, in formellen Situationen zu schulen. Ja, so, und da haben wir gemerkt, okay, Lernen ist ja viel mehr. Und wir haben uns mal den Lernbegriff angeguckt. Ne? Und auf der blauen Seite ist das Thema 70-20-10 als Modell beispielsweise. Wo wir geguckt haben, okay, wo läuft denn unsere Energie hin? Wo müssten wir sie eigentlich haben? Ja, so, und darum haben wir viel stärker auf die 70 und auf die 20% uns fokussiert, um zu gucken, wie können wir das erreichen. Und daraus hat sich das Thema entwickelt und entwickelt sich bis heute, dass heute Anfragen kommen, zu sagen, wir sind als Einheit jetzt hier gerade auf dem Weg zur Lernorganisation bei uns. Ne? So, und was können wir da tun? Wie können wir helfen? Und das ist unser Beratungsangebot da an der Stelle. Genau. Ja, dann so mit Blick spezifisch auf Führung. Wie gesagt, das haben wir so ein bisschen bei uns im Team, da Rahmengeber zu sein für alles, was mit Führung zu tun hat, weil wir eben schon von Beginn an auch die Entwicklungsformate gestaltet haben. Und da ist schon so, dass uns das sehr lange beschäftigt. Also ich bin jetzt 12 Jahre bei der TK. Wir haben eigentlich sozusagen die Neuzeit, sagen wir mal, in Sachen Führungskräfteentwicklung und Auswahl war Jump, heißt das Programm bei uns, wie in vielen anderen Unternehmen. Also der Einstieg in Führung, wo wir systematisch gucken, wo sind Nachwuchskräfte, die in Führung gehen möchten. Und vor 14 Jahren wurde dann Jump eingeführt, das heißt eine systematische Auswahl. Also dass jeder, die in Führung gehen möchte, frühzeitig sozusagen sich zeigen kann und dann ein Auswahlverfahren durchläuft, was dann auch verbindlich ist, um in Führung zu kommen, ergänzt dann durch ein länger angelegtes anderthalbjähriges Entwicklungsprogramm. So, und damit angefangen hat sich natürlich Kultur verändert, dass es eben eine systematische Auswahl gab, nicht mehr nur sozusagen nach Einschätzung der Führungskräfte besetzt wurde. Und das haben wir dann so nach und nach über alle Führungsebenen und alle Zielgruppen ausgeweitet. Und da ist schon ganz viel passiert an Kulturentwicklung. Wir hatten zwischendurch auch mal Führungsleitlinien, also das ist eigentlich ein langer Prozess. Und 2019 war dann eben der Auftrag, dass, wie Ralf das eben angedeutet hat, nochmal auf andere Füße zu stellen und noch weiter zu systematisieren. So, und der Teil Führung, da war relativ klar, wir würden gerne ein Führungsbild entwickeln, was aber auch die Entwicklung der Zeit davor schon abbildet. Also wir haben ganz viel schon entwickelt, weg von Mikromanagement hin zu einer sehr mitarbeiterorientierten Führung, hin zu mehr Führen auf Vertrauensbasis. Da waren viele Punkte, die waren schon in den Köpfen, aber noch nicht so klar irgendwo verankert. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer etwas skeptisch bei Leitbildprozessen, weil ja oft dann die Bullshit-Bingo betrieben wird mit Begriffen, die dann aneinandergereiht würden und dann ein großer Rollout-Prozess. Deshalb haben wir auch eine Weile diskutiert, wie wir das angehen und uns dann entschieden und auch den Auftrag bekommen, einen Dialogprozess zu machen über ein Jahr. Und das war dann ein richtig toller Prozess, wo wir wirklich ein Jahr Zeit hatten, mit allen Führungskräften und auch mit Mitarbeitenden über Führung zu diskutieren. Und das haben wir dann gemacht.
Das ist dieser Prozess, den man dann sieht, hier Ausführung im Wandel. Wir haben Gespräche geführt, wir haben externe Quellen einbezogen. Wir haben sehr viele Workshops gemacht. Damals ging das noch sehr gut in Präsenz. Wir haben zwischendurch immer mal wieder so das Substrat aus der Diskussion aufgeschrieben und wiederum zur Diskussion gestellt. Wir haben eigentlich in sämtlichen Workshop-Strategieveranstaltungen das aufgegriffen. Wir haben einen Online-Dialog gemacht. Karl-Heinz, da sind wir dann zusammengekommen. Das war damals für uns noch neu, sowas dann online zu machen, weil wir dadurch eben die Möglichkeit hatten, dass 15.000 Mitarbeitende ihre Meinung zur Führung da einbringen konnten. Das war eine super Geschichte und letztendlich war das Führungsbild dann die Zusammenfassung des Ganzen. Und was uns wichtig war, natürlich ist es auch wieder in Schlagworten zusammengefasst, aber was uns wichtig war, dass das wirklich die Aussagen von den Führungskräften und Mitarbeitenden da drin sind. Und so ganz klar wurde irgendwann, es geht im Kern um die Haltung, die verbindet bei allem, was wir tun. Das Thema Augenhöhe wurde nochmal sehr in den Vordergrund gesetzt, ist auch ein Schlagwort, aber dahinter steckt schon auch eine Kulturveränderung. Wir sind eben ja ein öffentlicher Arbeitgeber mit langer Geschichte und hatten auch schon sehr viel hierarchische Tendenzen und das bildet schon auch einen Kulturwandel ab, zu sagen, wir führen auf Basis von Vertrauen und Zutrauen. Das war mal so eine Aussage, die wirklich von einem Mitarbeitenden kam, die wir aufgegriffen haben und wo dann alle diskutiert haben, ja, wollen wir das? Also wollen wir dahin gehen, den Mitarbeitenden deutlich mehr Verantwortung zu geben? Eigenverantwortung im Lernen stand schon mit drin, worauf wir dann aufgesetzt haben. Ja, ich darf nicht zu tief reingehen, wir haben ja Dienstag noch eine Session, also morgen, dann werden wir das nochmal vertiefen, aber um nochmal so ein, zwei konkrete Punkte zu nennen, sowas steckt alles im Führungsbild, da können wir dann nochmal näher reingucken und das war letztendlich das Ergebnis dieses ganzen Prozesses. Das haben wir dann in der nächsten Strategierunde kommuniziert, einen Umsetzungsprozess gemacht und seitdem ist das eigentlich die Basis für alles, was wir tun in Sachen Führungskräfteauswahl, Entwicklung, Verknüpfung mit Kompetenzmodell. Und deshalb eigentlich aus unserer Sicht immer noch aktuell und eine sehr gute Basis für eigentlich alle Maßnahmen, die wir haben. Ja, das vielleicht erst nochmal so zur Initiative. Gibt es dazu erstmal noch Fragen, Rückmeldungen, was euch noch näher interessiert? Hier ist eine Frage von der Anne Solbert, die fragt, wo da in dem ganzen Kontext das Lernen drin steckt. Genau, das ist eigentlich sozusagen die Schnittmenge. Das haben wir hier links in dem Bild. Dieses Führung schafft den Rahmen fürs Lernen, also die Führungskraft als Rahmengebende sozusagen. Und natürlich auch die eigene Entwicklung als Führungskraft. Also das ständige Lernen als Führungskraft. Und wir haben den ganzen Punkt Entwicklung der Mitarbeitenden, wo es genau um die Rolle geht, wo wir das so definiert haben, dass die Führungskräfte natürlich ja auch da eine rahmengebende Rolle haben, aber mit deutlich mehr Fokus auf Eigenverantwortung, was wir da auch explizit mit drin haben. Also Eigenverantwortung weiterentwickeln der Mitarbeitenden. Und letztendlich ist das genau das Puzzlestück, was die beiden Seiten miteinander verbindet. Und als Außenstehender würde ich jetzt mal sagen, Toke, vielleicht widersprichst du mir auch, dass alleine dieses Stichwort Selbstreflexion, was du ja auch genannt hast, einer der Hauptanker für dieses Lernen ist, auch vor allem auf Führungsebene, ne? Genau. Und da wären wir eigentlich beim nächsten Punkt, dass wir eigentlich gleich beide Ebenen gesehen haben. Also einmal klassisch haben wir sehr viel drüber gesprochen, was ist denn die Rolle von Führungskräften beim Lernen? Da ging es immer darum, Mitarbeitendenentwicklung ist Führungsaufgabe. Was natürlich immer noch so ist, aber was sich natürlich deutlich mehr in Richtung Eigenverantwortung bewegt hat. Wir würden jetzt nicht mehr sagen, die Führungskraft ist verantwortlich für das Lernen, sondern die Mitarbeitenden sind selbstverantwortlich und die Führungskräfte können Rahmen geben, unterstützen. Und auf der anderen Seite natürlich bei Führungskräften erstmal auf sich selbst geguckt. Also die Führungskräfte sind in erster Linie Selbstlernende, die ständig also sich selbst reflektieren, daraus lernen. Genau, und erstmal eben sozusagen auf die eigene Entwicklung gucken und als eine Aufgabe, die sie haben, dann natürlich auch noch die Rolle für die Entwicklung aller Mitarbeitenden. Das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, ne? Das Thema ist natürlich auch, als wir das 2019, 2020 auf die Straße gebracht haben, so insgesamt auch das Führungsbild, war das vielleicht noch nicht ganz so griffig im ersten Moment. Aber wir haben gemerkt, natürlich muss man auch die Führungskräfte in ihrer Rolle stärken, dass sie das tun können. Daher haben sich auch diese Maßnahmen daraus entwickelt, Toke, ne? Die wir da so gemacht haben. Haben wir gemerkt, okay, da ist ein Gap da. Ja, so
rein mit dem Titel Führungskraft ist man noch nicht in der Lage, ein PEler sozusagen für sein Team zu sein. Ne? Caroline Klaus hat hier noch eine aufbauende Frage in Richtung Personalentwicklerinnen und Personalentwickler, wie ihr da die Rolle seht. Also ist die Frage, ob, nehmen wir das vorweg für den Wochenverlauf oder könnt ihr da kurz was zu sagen? Also da kann man so ein bisschen was dazu sagen. Es kommt auch auf die Rolle. Also es gibt also Unterschied für uns sind Führungskräfte vor Ort, da greife ich nicht vor, sind für uns Personalentwickler auch vor Ort. Ja, das sind für uns auch mit und darum ist unsere PE auch besonders entsprechend aufgebaut, dass für uns, dass die wir Ansprechpartner für diejenigen sind. Wir haben vier Teams insgesamt bei uns in der Personalentwicklung. Zwei sind hier vertreten. Das dritte große Team nennt sich Führungskräfteberatung. Das heißt, eine Teamleitung, die jetzt eine Frage hat, auch zum Thema Entwicklung seines Teams oder des Teams, ja, kann sich an entsprechende Ansprechpartner wenden. Und wir unterstützen dann dabei und wir haben noch ein fettes Team, das ist das Team Ausbildung, die sich bei uns um die Sektion Azubis beispielsweise hauptsächlich kümmert. Ja, so in dem Zusammenhang. Und von da gibt es eine unterschiedliche Sicht, aber das kommt dann vielleicht auch morgen tatsächlich nochmal mehr heraus, was so als Führungskraft und PEler, was das bedeutet. Genau, da können wir auch morgen nochmal tiefer drauf eingehen, aber ich würde auch sagen, so als erste Antwort, also unsere Rolle ist ganz klar Strukturen schaffen, also zum Beispiel bei uns ins konkret die Auswahlverfahren, aber dann auch die Entwicklungsprogramme, die wir Mitarbeitenden und wir vor allem dann auch Führungskräften zur Verfügung stellen. Und das zweite ist die Qualifizierung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden, um die Eigenverantwortung wahrzunehmen, was wir bei uns sehen. Genau. Okay, ich werfe einen wachsamen Blick auf die Uhr, aber vielleicht noch eine Frage, die wir noch einpacken können zu dem Blog, die ist noch gestellt worden. Und zwar findet das Lernen in hierarchieübergreifenden Settings statt, fragt die Eleonora Weber. Ja, tut's. Also zumindest bei uns. Auch Spoiler für morgen. Wir haben unser neues Format für Führungskräfteentwicklung. Das ist jetzt zum ersten Mal komplett für alle Führungskräfte, so gut 700 und komplett hierarchieübergreifend als Lernreise gestaltet. Vorher hatten wir das schon ziemlich nach Zielgruppen orientiert und haben da auch schon viel an Basis geschaffen. Und jetzt damit haben wir seit letztem Jahr zum ersten Mal eins, was wirklich komplett hierarchieübergreifend ist. Und insgesamt würde ich sagen, wir haben schon noch einen Mix. Also es gibt natürlich auch Dinge, die sind zielgruppenspezifisch, aber mit zunehmender Tendenz immer mehr auch hierarchieübergreifend. Ja, super. Vielen Dank, Toke. Ja. Ich glaube, alle anderen eintrudelnden Fragen nehme ich jetzt schriftlich mit für nachher. Jo. Sehr schön. Na, da kommt noch, also ohne Mitarbeiter, da komme ich jetzt ins Spiel so ein bisschen, glaube ich, vielleicht bei der Geschichte. Ne? So, weil wir haben uns natürlich beim Thema Lernen im Wandel, ich habe das vorhin ein bisschen schon angefangen, haben gesagt, okay, wir haben geguckt, mit nur formellem Lernen kommen wir nicht weiter. Aber was ist das informelle Lernen? Ja, wie kommen wir da hin? Ja, so. Relativ schnell kamen solche Begriffe wie Blended Learning, situatives Lernen auf, ja, Wissen teilen, ja, so raus aus den Wissenssilos, die aufzubrechen. Ja, so, wie können wir das tun? Wie können wir vernetzter lernen? Ja, so. Und wie kommen wir ganz schnell an das Wissen der Mitarbeitenden hin, wenn es in das Richtung geht, Wissen teilen im Bereich User-Generated Content? Wie können wir das einfach und schnell gestalten? Und da tut man sich vielleicht manchmal schwer, wenn man so auf der LearnTech und so unterwegs ist. Ja, so, da sieht man ganz tolle Tools und Plattformen. Und wir haben uns damals bewusst gegen so eine große Plattform entschieden und haben gesagt, was haben wir im Haus für User-Generated Content? Und sind auf die Idee gekommen, Mensch, wenn jemand jetzt ein kleines Video machen will, eine Bildschirmaufzeichnung, was kann man denn da tun? Ne? Welches Tool müssen wir damit bestimmen lassen? Und haben gemerkt, dass wir mit PowerPoint ein sehr mächtiges Tool haben, mit dem man ganz schnell Bildschirmaufzeichnung machen kann, das auch noch mitbestimmt war. Das noch so als kleines Beispiel dazu. Also haben wir eine kleine Session gemacht, das stelle ich auch morgen, vielleicht können wir auch mal nochmal am Mittwoch tiefer rein, ins Richtung, wir haben es genannt, PowerPoint Emotion beispielsweise, um die Mitarbeitenden ganz schnell dahin zu bringen, hey, ich weiß, wie was geht und ich kann schnell mein Wissen teilen. Ja, so. Wir haben SharePoint genutzt, SharePoint On-Premise von 2016 haben wir benutzt, um unser Wissen zu teilen, auch da, das war überall verfügbar, das war immer so unser erster Aspekt, was ist überall verfügbar, was ist schnell nutzbar und wo muss ich nicht nochmal die ganze Arie sozusagen mit Mitbestimmung auch drehen an der Stelle.
Ja, so, um das aufzubrechen. Ja, so. Das Thema vom Push zum Pull, selbstgesteuertes Lernen kam dann auf und in dem Zusammenhang kam auch das Thema Arbeitszeit und Lernzeit auf. Und das war ganz spannend, die Diskussion. Und da würde ich jetzt mal eine Frage stellen. Bei wem von euch gibt es denn Regelungen zum Thema Lernzeit? Vielleicht einfach mal einen Daumen hoch im Chat oder sowas. Würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren. Wir haben knapp 70 Leute hier. Ja. Da kommen Daumen. Okay, eins. Also anscheinend noch nicht so, weil da kommt noch was. Okay. So, gibt es eine Diskussion bei euch darüber, über Lernzeit in den Unternehmen? Prozent Lernzeit, oh, das hört sich ja super cool an. Genau. Leider nicht, leider nicht. Okay, da gibt es ein paar. Genau. Ja, und die Diskussion haben wir natürlich, haben uns davor schlau gemacht. Ja, so. Und dazu gibt es vielleicht dann, wie wir es gemacht haben, am Mittwoch mehr dazu. Das ist der Teaser für Mittwoch, wenn euch das interessiert, wie wir Lernzeit bei uns eingeführt haben und was daraus geworden ist. Ja, so. Finde ich ein spannendes Thema. Und unser Ziel war, und das sieht man dann wieder, wo es zusammenführt, genau dann den Punkt, Lernen und Führen einfach zusammenzubringen. Ein hohes Verständnis zu haben. Und daraus ist dann auf unserer Seite hier sozusagen unser Lernökosystem entstanden, was wir hier mal auch in so einem Dialogbild versucht haben darzustellen. Ja, das heißt, wir haben immer noch bei uns auch wohl erforderlich Präsenzveranstaltungen. Ja, so. Aber unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich dafür, Möglichkeiten zu schaffen für den Austausch, für den schnellen informellen Austausch im gesamten Unternehmen und das hierarchieübergreifend beispielsweise. Ja, so. Hier im Zentrum, das ist so unser Lerncampus, was man hier im Zentrum sieht. Meine Maus an. Ja, so. Das ist unser digitaler SharePoint-Board und wo wir alles haben. Das wird jetzt gerade ergänzt durch eine Lern-Experience-Plattform bei uns im Haus, weil, und das ist so das Schöne und auch die Herausforderung, seit 2019 haben wir SharePoint und haben digitale Lernräume im Haus. Wir haben so viel Content bekommen. Ja, die Leute haben so geteilt und Dinge bereitgestellt, dass sie heute sagen, ich finde nichts mehr. Ja, so, es ist zu viel. Und das müssen wir jetzt neu strukturieren. Das ist der nächste Step daraus, dazu auch mehr. Wir haben uns eine Vision zum Lernen gegeben, was uns wichtig war. Ja, so das Thema Führung spielt da auch in diesem Bild mit einer Rolle. Das Thema neues Lernen, Gamification, das Thema Begleitung, Lernräume. Wo lerne ich? Ob das jetzt im Homeoffice ist oder zu Hause ist. Aber ihr seht, die Musik spielt wirklich in der Begegnung. Ob das in Präsenz oder digital ist, das ist für uns das Wichtige. Ergänzt natürlich immer noch durch ein formelles Lernangebot, das da ist. Was wir dann bei uns im Bereich User-Generated Content abbilden. Ja, so. Das ist so auf den ersten Blick die Darstellung, wie bei uns Lernen gerade funktioniert. Ihr seht hier so auch so eine kleine Schatztheke, da steht Lernnuggets. Das heißt, dass auch das ist, weil wir sagen, wir brauchen nicht die großen Dinge immer, sondern Wissen teilen, in kleinen Wissensschätzen, dass in unsere Lernnuggets sich bereitstellen kann und bei denen sich jeder bedienen kann. Ja. Wir haben hier eine Frage von der Birgit Dominik Warnecke. Mhm. Sehr spannende Frage. Da geht es nämlich darum, wie das Thema Lernzeit in der Produktion zum Beispiel gehandhabt wird. Und da ging es jetzt um die Frage in das Netzwerk hier heute, wie diejenigen, die Lernzeit vergeben, in welchem Umfang sie das tun. Jetzt wäre meine Frage, Ralf, das wäre für mich, glaube ich, eher so eine Frage, die man am Mittwoch diskutieren könnte, wenn das ja der Schwerpunkt ist. Ansonsten würde ich anbieten, dass eine sehr spannende und relevante Frage ist, die vielleicht über die gängigen Kanäle vom CL MOOC ins Netzwerk zu geben. Wäre das eine Option oder brennt die Frage für heute? Weil wir müssen heute wirklich ein bisschen auf die Zeit gucken. Das ist okay, für mich ist es in Ordnung. Also danke, dass ihr es aufgenommen habt. Ich bin jetzt zum ersten Mal in diesen Runden dabei. Wenn du mir jetzt verrätst, wo die gängigen Kanäle sind, dann poste ich das natürlich dort. Ja, klar. Pass auf,
Ich poste dir jetzt gleich hier nochmal den Link rein zu unserem Blogpost. Und auf dem Blogpost findest du alle Kanäle, die du nutzen kannst für den CRM24. Okay. Ja? Weil ich wäre echt super stark daran interessiert. Also ich bin von BASF und also ich finde das total mega, wenn wir da irgendwie tiefer einsteigen. Also weil es wirklich ein Thema ist, was uns bewegt. Aber ich will an der Stelle gar nicht die Diskussion hier sprengen. Ja. Nee, aber danke. Es ist total gut, dass du die Frage aufwirfst. Ich bin mir sehr sicher, da bist du nicht alleine. Genau. Ich sehe die vielleicht Daumen. Auch als Ergänzung, jetzt sind wir Dienstleister, wir haben keine Produktion, von daher ist die Frage total wichtig. Auch für wenig, aber wir können am Mittwoch, wir haben auch Einheiten, beispielsweise unsere Telefonieeinheiten, die sind so durchgetaktet mit Kundenkontakten. Ähnlich, auch ne? Da ist es ähnlich, ja, so wie in einer Produktion, wie man es da fest, der Weg war nicht so einfach, aber wie wir es da geschafft haben, da kriege ich dann am Mittwoch auch ein bisschen was dazu sagen. Bin gerne. Gespannt, danke. Na, gerne. Na. Der ja, Link steht auch schon, ne? Also du findest im Chat auch direkt den Link zum Blogpost. Genau. Ja, unsere LXP wird ein bisschen KI-gestützt sein, weil ich sehe das gerade nochmal hier eine Ergänzung von Sabine, ja, so, die wir eingekauft haben, aber es ist noch keine hundertprozentige KI, das ist das vielleicht auch, ne, so. So, ja, User Generated Content, ich sehe gerade auch die Frage, Thomas hat schon mal übernommen, jeder erstellt selbst Content, ja, tatsächlich. Der was weiß, kann teilen. Und es gibt da keine, von unserer Seite, das haben wir von Anfang an so gemacht, es gibt keine Beschränkung, es gibt kein Prozess, kein 4-6-8-Augen-Prozess, bis ein Content dann veröffentlicht wird. Das machen wir tatsächlich nach dem Wikipedia-Prinzip. Und haben, dass dann die Schwarmintelligenz sich das anguckt und wenn da was Falsches ist, wird es gemeldet. Ja, so. Und das haben wir am besten gesehen. Wir haben als Beispiel, wir haben 5 Standorte, die bei uns ein Thema beantworten. Da ging es um Thema Fahrkursen, das ist so ein bisschen gewandert. Und da gab es Schulungen zu, ja, so, und wurden auch eingestellt, also Informationen in den Schulungsanlagen dazu, die gemacht worden sind. Ja, und die haben unterschiedlich gearbeitet und haben es gar nicht miteinander gewusst. Und konnten den Prozess dadurch glatt ziehen. Ja, also von daher, ja, wir wollen das wirklich auf einer ganz einfachen Ebene ohne große Eintrittshürde gestalten. Ja, das alles sieht alles wunderbar aus und wir haben dann große, guten Erfolg gehabt. Aber natürlich kommt so auch immer das tägliche Leben doch da auch immer ins Spiel, nämlich was haben wir erreicht? Ich gucke mal erstmal auf das, was gut ist und was wir auch irgendwie auch stolz sind. Das Lernen wird bei uns als Wettbewerbsvorteil verstanden. Je besser und schneller wir als Unternehmen lernen und dadurch uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten können, umso besser können wir am Markt agieren. Und das ist auch wahrscheinlich etwas, was uns natürlich gerade einen Vorteil bringt, was die Verwaltungskosten beispielsweise ist. Wir haben im letzten Jahr, so noch als kurzen Preview, wir haben 500 Mitarbeitende auf ganz neues Thema umschulen müssen. Pflege sagt jeden bestimmt schon irgendwas, Pflegeversicherung, was da an Leistungen, was da gerade an Anträgen kommt, das hat uns auch getroffen. Wir mussten ganz schnell die Leute umschulen und das wurde dann wieder von auf uns Kunsthauszentrums hauptsächlich von den einzelnen Bereichen auch gemacht und wir haben unterstützt im Bereich mit Fotodidaktik und Rahmengebende an der Stelle. Damit haben wir uns auf den Weg zur lernenden Organisation gemacht. Ja, so. Und wir haben es geschafft, die Wissenssilos weitgehend aufzubrechen. Bei 15.000 Beschäftigten schaffen wir es jetzt nicht hundertprozentig, aber das ist auch nicht so dramatisch. So, und uns werden gute Rahmenbedingungen auch von den Mitarbeitenden in den Befragungen bescheinigt. Ja, so. Und der Austausch, der übergreifende Austausch findet immer mehr statt. Ja. Und wir können natürlich auch immer wieder neue Formate einführen, und weil die Leute offen dafür sind. Personalräte sind das manchmal ein bisschen kritischer, aber auch die nehmen wir dann immer auf dem Weg auch ein Stückchen mit. Ja, und wir als PE, jetzt, ich rede jetzt von uns, von der Unternehmenszentrale, wir sehen uns da ganz stark als Rahmengeber. Unterstützen methodisch didaktisch. Wir werden in vielen Bereichen für Schulungen, aber auch für Tagungen, gerade im digitalen Bereich, angefragt, wo wir das unterstützen können. Sind Ansprechpartner, Führungskräfte, wenn die was haben. So,
So, das haben wir erreicht und das hat vorher alles ein bisschen anders ausgesehen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch Herausforderungen. Und das ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung und die Kompetenzen der Zukunft, die auf uns zukommen. Ja, die Kundenanforderungen ändern sich. Dann natürlich, und da kann ich mich ein bisschen mit eingerufen hier schon, ich bin auch ein Babyboomer. Ja, so. Und die Babyboomer-Zeit, Fachkräftemangel, das schlägt bei uns in den nächsten Jahren auch richtig zu. Ja. Und von daher müssen wir da gucken, wie kriegen wir das alles aufgefangen, weil wir kriegen es nicht 100% durch Neuentstellungen geregelt. Ja, so. Eben haben wir gerade das Thema heterogene Rahmenbedingungen bei der Lernzeit. Es gibt bei uns kein One-Fits-All, das vielleicht schon mal als Teaser ein bisschen für Mittwoch. Ja, so. Und wir haben natürlich auch das Thema, dass zuerst die Arbeit kommt. In vielen Köpfen ist noch das Thema drin, zuerst die Arbeit. Ich lerne dann, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich glaube, das geht so allen. Wir werden nie mit der Arbeit fertig, ne? Und das heißt, wir sind ganz stark am Thema Haltung, da vielleicht auch Mittwoch noch ein bisschen mehr. Ja, so Produktivität versus Lernen ist genau das nächste Thema dann auch. Ja, so wie spreche ich denn mit dem Controller, der mir dann sagt, okay, deine Zahlen stimmen nicht. Ja, so, aber wenn ich nach vorne gucke, wie kriege ich es dann morgen? Wenn ich es heute schon nicht hinkriege, kriege ich es morgen dann hin. Ja, so. Ja, das Thema Finden, Suchen, Finden. Und natürlich auch immer noch die Herausforderung, weil wir auch nicht, wir haben es, Turk hat es ja vorhin gesagt, wir haben knapp 800 Führungskräfte bei uns im Haus und die sind auch heterogen aufgestellt, ich sage es mal so, ja, so, dass man da auch ein unterschiedliches Rollenverständnis auch hat, wo man auch immer dran arbeiten muss. Es funktioniert nicht, dass man einmal was sagt, dann geht das und auch da braucht man einen langen Atem, ja, so. Und das ist so unser Fazit von dem, wo wir jetzt mal so für euch stehen, damit ihr mal so ein Bild habt, wie das gerade bei der TK so funktioniert. Dazu noch Fragen? Ich glaube, da kommt noch was rein. Und zwar, die Christine hat eine Frage. Habt ihr zu den Herausforderungen bestimmte Frage, wo euch die Community unterstützen könnte? Fragen wahrscheinlich, genau. Ja, genau. Die haben wir auch heute einzelnen Tagen genommen, wo wir mit euch tiefer ja reingehen. Das ist unser Ziel. Also morgen wollen wir uns das Thema die Führungskräfte angucken, Rollenbilder, Führungskräfte, unsere Programme, die wir schon haben. Turk und Fabian und Janne werden das so vorstellen und haben Fragen entwickelt, wo ihr uns unterstützen könnt. Und wenn ihr das wird alles auf dem Board gesammelt, darum ist das Board auch offen und transparent. Ja, so. Dann gehe ich da schon ein bisschen runter. Ja, so. Das heißt, Input, wir werden ein bisschen die doppelte Rolle der Führung im Lernen morgens angucken, morgen früh. Und Turk, Fabian und Janne bringen dann ein paar Beispiele mit und haben auch ein paar Fragen an euch, die man dann gerne auch dann da beantworten kann oder Impulse geben kann zu. Am Mittwoch machen wir das ähnlich wie das Thema Lernökosystem der TK. Da tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Wenn ihr auf dem Board ein bisschen nach rechts fahren, da zählt das auch schon, wo wir uns die einzelnen Dinge angucken, was wir da haben. Und auch da wird eine Frage sein, okay, vom Push zum Pull, Selbststeuerung im Lernen. Wir alle sind so ein bisschen ja, Kinder unserer schulischen Erziehung auch, sind gewohnt, dass jemand vor uns steht und uns was sagt, von klein auf. Ja, so. Dazu gucken, wie das die Herausforderung, wie kriegen wir das da in Change hin an der Stelle. Und Donnerstag dann, Donnerstag kommen wir zu ein bisschen sehen, da stehen so ein paar herausfordernde Themen zum Thema in die neue Zeit gehen, ja, lernen morgen, worauf kommt es an? Und da würde ich gerne mal mit euch am Donnerstag so ein bisschen auch in den Austausch gehen, was ihr da die wichtigsten Themen werden und was für Gedanken dazu bei euch vielleicht auch da werden. Ja, so, die kann man da, werden das ein bisschen clustern am Donnerstag und dann den Tag über dann gerne damit arbeiten können. Dann sind wir ganz gespannt, was aus dieser Woche so herauskommt. Ich hoffe, das fixt euch ein bisschen an und ihr habt Lust, die Woche mit uns zu begleiten. Ja, von mir auch nochmal als Ergänzung zur Frage der Herausforderung. Genau, da werden wir morgen reingehen. Aber ich kann schon mal sagen, also aus unserer Sicht Führungskräfteentwicklung ist das ganz klar das Thema Eigenverantwortung.
was sich ja so leicht sagt, so wir geben den Mitarbeitenden oder die mitarbeitenden Führungskräfte übernehmen mehr Eigenverantwortung, aber da sind wir jetzt mittendrin, da gibt es ordentlich Widerstände und natürlich kommt immer wieder die Frage auf nach den Rollen, also welche Rolle nehmen wir auch als PE-Spezialistin ein? Wir haben bisher schon sehr viel zur Verfügung gestellt und sehen natürlich auch die Kundenorientierung, wollen jetzt auch nicht sagen, so Leute, wir sind mal raus, ihr macht jetzt Entwicklung komplett alleine und da so das Maß zu treffen, was wir an Strukturen anbieten und wo wir auch dann letztendlich die Führungskräfte in die Verantwortung bringen. Das ist schon ziemlich spannend und da gibt es natürlich auch ordentlich Widerstände und Diskussionen dazu. Das wäre, glaube ich, so aus unserer Sicht der spannendste Punkt, um auch mal eure Erfahrungen damit einzubeziehen. Genau, und vielleicht nochmal als kurze Ergänzung, das ist ja eben auch schon durchgeklungen, ihr könnt bitte auch diesen MOOC nutzen als Two-Way sozusagen. Ne? Also alles, was an Impulsen kommt von der TK, ist natürlich wirklich sehr dankenswert und sehr bereichernd für das Netzwerk, aber nutzt umgekehrt bitte auch eure Fragen und Impulse, um von eurer Seite auch was reinzugeben. Ne? Hier ist noch eine Frage reingekommen. Anne, magst du die vielleicht direkt selber stellen? Mhm. Weil ich lese das sonst immer nur vor. Vielleicht kannst du auch den Kontext noch mal ein bisschen ausführen. Okay, ich lese dich nicht, Anne. Irgendwie hören wir dich nicht. Bitte, was meinst du? Ich hatte Anne nicht gehört. Bei mir kam sie nicht an. Kam es bei euch an? Nee, bei mir auch nicht. Nee. Okay, ich lese sie trotzdem mal vor. Inwieweit wird Lernen incentiviert? Also tatsächlich in Form von Incentive, ne? Wahrscheinlich, oder? Okay, wie meinst du das? Also wird als Zusatzleistung oder Incentive? Anreiz, würde ich jetzt mal sagen, ne? Inwieweit wird dann Lernanreiz? Ja, Lernanreiz. Also die Lernzeit ist ein Lernanreiz, die wir gegeben haben. Und wenn wir das so sehen, das ist natürlich der eindeutige Anreiz, den wir geschafft haben. Da haben wir auch eine Diskussion geführt, natürlich mit dem Vorstand darüber, weil da geht es ja dann wieder, ne, ich habe vorhin gesehen, 20% Lernzeit oder eine Stunde Lernzeit pro Woche, ist natürlich, was produktiv vielleicht fehlt, ja, im Endeffekt. Ja, so das war, das ist das. Und wir haben es geschafft in die Richtung, dass in allen Bereichen darüber geguckt wird, wie wir besser und schneller werden können. Ja, so und wie das Lernen, auch wie das mit Lernen funktionieren kann. Und ich zeige euch damit nur ein paar Beispiele, was einzelne Geschäftsbereiche auch gemacht haben bei uns. Ja, so, damit man das sehen kann. Dann haben wir noch den Dennis, der fragt, wie ihr sicherstellt, dass die Lernzeit auch genutzt wird. Vermutlich vor dem Hintergrund Konflikt mit dem Tagesgeschäft. Ist es das? Schalte ich gerne auch dazu, Dennis, wenn du magst. So, jetzt kann man mich hören? Ja, bestens. Ja, also es geht in dieselbe Richtung wie das mit dem Incentive gerade. Ja? Also nur weil die Möglichkeit gegeben wird, also Ressourcen und auch Lernzeit gegeben wird, damit die Mitarbeitenden sich dann weiterbilden, ist halt die Frage, wie schafft man Anreize, dass das auch wirklich genutzt wird, dass die Leute mal sich selbst, also gar nicht mal, weil der Druck von außen kommt, aber man kennt das von sich selbst, man nimmt sich's vor und dann steckt man aber so in seinen Projekten drin und dann muss man sich halt auch mal proaktiv die Zeit nehmen und sozusagen in den Hintern treten, um auch mal diese Möglichkeiten zu nutzen. Also ist die Frage, gibt es da noch irgendwelche Incentives von außen, die ihr schafft? Ja, da gehen wir auch Mittwoch noch mal ein bisschen tiefer rein, vielleicht in der Richtung. Wir sind schon mal ein bisschen vor, wir sind natürlich mit Teams, mit der Hierarchie da auch ins Gespräch gegangen, wie kann Lernen gestaltet werden, wie kann das sein. Wir haben ein Agreement gehabt über die Lernzeit, vom Vorstand. Er hat gesagt, ich als Vorstand möchte, dass Lernzeit bei uns genutzt wird. Ja, so. Und in dem Moment haben wir schon von oben das Spotlight gehabt, was wir brauchen, damit sich alle mit dem Thema Lernen auch beschäftigt haben und auch merken, okay, ohne das funktioniert es beispielsweise gar nicht. Ja, so. Also ohne dass jetzt nochmal ein Zusatz dazu kam, sondern man merkt einfach, okay, die Herausforderungen sind so schnelllebig auch bei uns.
Also dass wir uns darauf einstellen müssen. Wie wir das machen, wie der Rahmen ist, dazu dann vielleicht am Mittwoch mehr. Ja, vielleicht auch aus meiner Perspektive nochmal, geht ja viel in die Richtung. Ich glaube, Sabine, dein Punkt geht eher in die Richtung, also Herausforderungen stellen. Das ist auch einer, der mir wichtiger ist. Das ist, also wir haben eine klare Aussage auch aus dem Top-Management, dass regelmäßiges tägliches Lernen Normalität ist, sein soll und von allen gefordert ist. Also jeder soll sich täglich weiterentwickeln und was dafür tun, das ist explizit eine Anforderung. Und das heißt natürlich, dass sich das auch durchzieht. Also dass, wenn Führungskräfte miteinander sprechen, wenn es um Feedbacks geht, sowohl entwicklungsorientiert als auch regelmäßige Gespräche, dass das eine klare Erwartung ist, die an jeden gestellt ist. Und wir versuchen dann auch attraktive Angebote natürlich dafür zu schaffen, aber mehr in der Richtung, das soll eine Selbstverständlichkeit sein und dazu auch eine Erwartung, als dass es jetzt incentiviert wird. Also vielleicht, ich kann das nur mal sagen, also meiner Meinung nach ist, aber ich freue mich sehr auf die Woche, deswegen freue ich mich, dass wir da tiefer einsteigen. Also Führung muss Aufgaben stellen oder Herausforderungen klar machen, die selbstständig bewältigt werden müssen. Und dann kommt relativ schnell die Idee, ja, da muss ich was lernen. Also das meine ich. Also ich denke, wir machen immer das nach dem Motto Routine und dann was Neues. Nee, wir sagen, wir haben ein Projekt, eine Aufgabe, also wir müssen jetzt eine KI-gesteuerte Lernplattform einführen. Punkt. Mhm. Und dann muss ich mich als Mitarbeiter damit beschäftigen, ja, was ist das, wie komme ich da hin und so weiter. Also es wirklich umdrehen. Anders geht es nicht. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass ihr Führung auch mit reingenommen habt. Weil es muss klar sein, wir fordern etwas, was die Menschen noch nicht können. Und dann müssen sie lernen. Und dann können wir es immer noch nett gestalten. Aber so muss es tatsächlich genau gehen. Und darüber genau, ja, mit den Menschen in Dialog kommen. Genau. Ich wollte jetzt noch mal kurz was ganz Organisatorisches fragen. Heißt das jetzt 9.30 Uhr ist dann, haben wir dann so eine, also letzte Woche waren wir ja immer um 13 Uhr. Das habe ich jetzt noch nicht, habe ich glaube ich nicht mitbekommen. Also ist kann ich dir... Link oder wie ist es jetzt gedacht? Sorry, dass ich da nicht aufgepasst habe. Nee, also wenn ich darf, Ralf, würde ich das kurz ja, klar, machen. Also wir haben gesagt, dass wir analog der anderen Wochen montags und freitags, also Wochenstart, Wochenende um 13 Uhr machen, mit einer Stunde plus minus, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch auch noch nehmen wollt und möchtet zum Diskutieren. Und die Tage Dienstag bis Donnerstag sind jetzt, sagen wir mal, TK-Tage. Und da haben wir uns für Daily Ins entschieden, also halbe Stunde, kurzer Impuls zum Thema und dann an dem Tag mit dem Schwerpunkt arbeiten, was natürlich nicht heißt, dass man an den anderen Tagen nichts zu dem Thema sagen darf. Also es ist wirklich nur als quasi Impuls in den Tag gedacht. Ich würde noch auf Fragen eingehen. Da sind noch ein paar reingekommen. Also wir haben noch 6 Minuten. Die können wir uns ja, wenn ihr mögt, noch nehmen. Marcel, von dir kommt die Frage nicht ganz überraschend. Magst du die selber stellen oder bist du gerade irgendwo in Charge? Ich kann sie auch spontan noch mal selbst stellen, ja. Hau raus. Genau, also Thema Social Learning, ob das bei euch eine Rolle spielt, inwiefern, also gemeinsames Lernen in Circles und Tandems, wie ihr das angeht oder ob das alles eher eigenverantwortlich oder selbstgesteuert funktioniert bei euch, wie ist das geregelt oder ja, gefördert? Vielleicht sowohl als auch, würde ich mal sagen. Ja, so. Und da kann ich auch zum Thema, das geht auch in so Richtung LernOS, aller LernOS, was du schreibst, ja so, da kann ich auch mal so ein, zwei Dinge zeigen, wie wir das machen bei uns. Wir haben einen eigenen Lernraum dafür auch geschaffen, da, wo man solche Dinge machen kann, wo man auch selbst dann loslegen kann. Also wir befähigen Leute auch selbst für sich so einen kleinen LernOS zu machen. Kurz super und knapp, ja so in der Richtung. Cool. Ja. Ja, vielen Dank. Also vom Chatverlauf her würde ich jetzt sagen, haben wir alle Fragen aufnehmen können oder fühlt sich jemand noch nicht gehört, gesehen? Ansonsten gerne auch mal eben die Hand heben. Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Sind alle erschlagen von den ganz dichten und interessanten Informationen. Vielen Dank an euch, dass ihr das so aufbereitet und mitgebracht habt. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf die Woche. Und wenn jetzt nichts mehr von eurer Seite ist, würde ich sagen, lasst uns einfach weitermachen. Dann sehen wir hoffentlich viele von euch morgen früh zum Daily In um 9.30 Uhr und gucken mal, was die Community in der Woche so macht.